Pünktlich um 8 Uhr morgens verließ Roberta die Wohnung und stieg in die schwarze, gepanzerte Limousine vor ihrem Haus. Auf dem Rücksitz erwartete sie der Polizeidirektor der Stadt, ein hochgewachsener, schmallippiger, graubärtiger Mann mit Nasenlochhaaren und leicht verschwitzter Schnauze. »Guten Morgen, Roberta. Mein Name ist Lars Seifert. Ich hoffe, du hattest eine angenehme erste Nacht.« Ein stechender Mundgeruch mischte sich in den hellen Tenor seiner Stimme. »Guten Morgen, Herr Seifert. Danke, ja.« Das Martinshorn heulte los, die Limousine fuhr los und raste in Hochgeschwindigkeit durch das Spalier der ausweichenden Wagen. »Bei deiner Ermittlung wirst du den Nachnamen Köhl benutzen, also Sonderermittlerin Köhl, das ist vorläufig. Wenn du erfolgreich bist, kriegst du einen offiziellen Titel. Unter Kollegen duzt man sich, man hält zusammen.« Er überreichte ihr Dienstausweis und Marke. »Verstanden, Lars. Damit meinte ich deine Arbeitskollegen, den Polizeidirektor duzt man nicht.« »Verzeihung, Herr Seifert. Geschenkt.« Der Wagen hielt vor dem LKA in der Keithstraße, wo das Suiziddezernat untergebracht worden war. Sie betraten das Gebäude, liefen die Treppen hoch in den dritten Stock. Dort gingen sie einen langen Flur entlang. Jeder, der ihnen entgegenkam, grüßte den Polizeidirektor. Roberta traf nur flüchtige, desinteressierte Blicke. Sie betraten den Versammlungssaal. 98% der Anwesenden waren Männer. Sie saßen dort mit vor dem Bauch verschränkten Armen und warteten auf das, was der Polizeidirektor ihnen zu sagen hatte. Roberta stellte sich neben ihn, faltete die Hände und beobachtete die Anwesenden. »Meine Herrschaften, heute ist ein historischer Tag für die Polizei. Sie wurden ausgewählt, um beim Testlauf der Operation Roberta mitzuwirken und die Zukunft unserer Arbeit neu zu definieren. Darf ich vorstellen? Roberta Köhl. Sie ist die erste polizeiliche KI-Sonderermittlerin.« Kurze Stille. »Ja, Sie haben richtig gehört, sie ist kein Mensch. Sie ist ein U-Bot mit erweiterten Befugnissen, eigenständig, um genau zu sein.« Raunen, spöttisches Lachen, zweifelnde Mienen. »Du liebe Güte, da habe ich ja schon heißere Teile gesehen.« Lachen. »Wozu das jetzt? Wir haben schon genug Scherereien. Die sieht ja aus wie eine Lehrerin. Die nimmt doch keiner ernst. Schickt uns lieber einen Terminator. Ha, ha, ha.« »Bitte, meine Herren, mehr Respekt. In Anbetracht der erschütternden Zahlen und des derzeitigen Ermittlungsnotstands hätte ich mehr Demut von Ihnen erwartet. Nicht Sie, sondern ich musste mir einen 20-minütigen Anschiss von der regierenden Bürgermeisterin anhören. Das ist eine historische Operation. Wenn dieser Testlauf erfolgreich ist, bekommt jedes Dezernat 3 KI-Sonderermittler. Dafür werden dann 3 von uns gefeuert? Nein, aber wir können dann die Arbeit besser verteilen. Wir müssen eine höhere Aufklärungsquote erzielen, meine Herrschaften. Das wissen Sie selbst. Das sind doch wieder leere Versprechungen. Reicht Ihnen mein Wort nicht?« Die Beamten bissen sich wem auf die Lippen, starrten Löcher im Boden oder zogen die Augenbrauen hoch. Sie waren an Schuftigkeiten aller Art und verbale Luftnummern längst gewöhnt. Seifert seufzte. »Gut, jetzt noch kurz was zu den Regeln dieser Operation. Roberta ist keine Sexpuppe und auch keine Haushaltshilfe, die man nach Belieben herumkommandieren und an- und abschalten kann. Sie ist qualifiziert für den gehobenen Dienst beim LKA und hat mehr Grips als ihr alle zusammen. Mich natürlich ausgenommen. Das war ein Witz. Sie hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wie wir alle. Ihr wisst, dass sie nur durch das Imitieren des Verhaltens in ihrer Umgebung eine eigene Persönlichkeit entwickeln wird. Ich brauche euch also nicht zu sagen, was das heißt. Sie ist ständig online und muss das auch sein. Das heißt, sie hat uneingeschränkten Zugriff auf sämtliches Wissen, das sie nur zum Wohle der Menschheit einsetzen darf. Ich hoffe, ihr seid euch im Klaren, welche Auswirkungen asoziales Verhalten auf Robertas Persönlichkeitsentwicklung und ihre Entscheidungen hat. Also, keine sexistischen Übergriffe, kein unerlaubter Zugriff auf ihre Daten, kein Mobbing. Frau Köhl wird für die Dauer des Testlaufs autonom sein und zunächst einen unkomplizierten Fall bearbeiten. Bitte unterstützt sie dabei, damit wir in Zukunft mehr gelöste Fälle haben. Frau Bruns, Sie übernehmen Ihre Einweisung. Wieso ich? Weil ich hier die einzige Frau bin. Nein, aber sie wird ihrer Kommission zugeordnet. Das Gelächter war nicht einmal böse gemeint. Cleo Bruns warf dem Polizeidirektor einen festen Blick an den Kopf. Seit wann gab es in ihrer Kommission unkomplizierte Fälle? Sie war eine schlanke, energische Person mit eckiger, schmaler Brille und wildem, dunkelblonden Kurzhaarschnitt. Das ist eine Dienstanweisung, Bruns. Sie wissen, wie sehr ich Ihre Arbeit schätze. Ich zähle auf Sie. Wenn sie nur einen ihrer Suizidfälle lösen kann, dann kann ich sie auch aufs Morddezernat loslassen. Danke, meine Herren, zurück an die Arbeit. Roberta folgte ihm hinaus.
Herr Seifert, kann ich Sie kurz sprechen, bitte? Kurz. Warum haben Sie mich als Frau bestellt? Hier arbeiten fast nur Männer. Eben, Roberta, aus Rücksichtnahme auf die männliche Mehrheit im Polizeidienst. Reine Deeskalation. Was glaubst du, was hier los wäre, wenn ich mit einem Terminator aufgekreuzt wäre? Der Test wäre gescheitert, bevor er begonnen hat. Aber in dieser Umgebung und in diesem Umfeld stehen meine Chancen auf Erfolg als Frau weniger gut. Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit von Frau Bruns. Du wirst die entsprechende Einweisung von ihr bekommen. Und Roberta, mal ganz unter uns. Hinter deiner weiblichen Fassade steckt doch auch Superman. Den musst du bloß wecken, wenn es drauf ankommt. Seifert musterte noch einmal ihren Körper. Er wollte gehen. Nur noch eine Sache, Herr Seifert. Würden Sie mich bitte ebenfalls siezen? Er grinste und drehte sich wortlos um. Hi, ich bin Sascha Salzmann und im Rahmen meiner Poetikdozentur für Gender in der literarischen Welt spreche ich mit Denkerin und Macherin aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Heute mit Emma Broslawski. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, freue mich auch, danke. Und bevor ich Emma vorstelle, würde ich gerne ein paar Dankesworte aussprechen für die Auszeichnung mit der Ricardo Huch Poetikdozentur. Mein Dank geht an Bettina Warig und Juliette Wedel vom Braunschweiger Netzwerk für Gender and Diversity Studies der TU Braunschweig, an Annette Bolt-Stülzebach von der Stadt Braunschweig, an Caroline Bohn von der Germanistik und an Declan Harley, unseren Kameramenschen. Noch einmal vielen Dank, dass du da bist, Emma Broslawski. Du bist Romanautorin, du bist Essayistin, Kuratorin diverser interdisziplinärer Ausstellungen und Erfinderin der Hörkomik-Serie Agent Zukunft. Mhm. Hörkino und Medienkunst gehören zu Emma Broslawskis Schaffensfeldern. Sie war Vorstandsvorsitzende des interdisziplinären Kunstvereins Galerie der Künste Berlin. Und ich würde gerne deine vier von der Kritik gelobten Romane erwähnen. Aus dem Sinn, erschien 2007 im Klassenverlag. Das Jahr drauf, 2008, erschien Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik. 2016 erschien bei Suhrkamp Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen. Und letztes Jahr, 2019, erschien ebenfalls bei Suhrkamp Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten, aus dem wir gerade einen Auszug gehört haben. Emma Broslawski wird von den Kritikerinnen als Vertreterin eines neuen Realismus bezeichnet. Man lobt vor allem ihren Röntgenblick, mit dem sie über das Skelett unserer Gesellschaft fährt. Die Szenarien, die du entwickelst und entwirfst, scheinen einem Sci-Fi zu sein und Krimi, aber sie kommen einem bedrohlich nah und bekannt vor. In deinem neuen Roman sind Hubots Sympathieträgerinnen und Hubots sind Roboter, die man nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Oder vielleicht doch, darüber sprechen wir. Wir sprechen über Liebe 3.0 und das Degenderisieren von Körpern. Mhm. Ich freue mich. Ich habe gleich zu Anfang eine Frage zu etwas, was du in einem Interview gesagt hast, nämlich bedingungslose Liebe können nur noch Maschinen leisten. Mhm. Würdest du das für uns ausführen? Ja, also wir sind ja in einem Prozess auch, der, das merken wir auch immer mehr durch die sozialen Netzwerke, der, sagen wir, weiteren Personalisierung im Sinne, wie unsere Umwelt sich an uns schon anpasst. Das ist natürlich auch ein kommerzieller Akt. Das ist ein Prozess, den ich auch für sehr gefährlich halte. Und eben auch der weiteren Ausdifferenzierung unserer individuellen Daseins. Und wir haben ja, merken ja auch, dass, sagen wir, dass wir in den Beziehungen, sie werden oft kurzlebiger, wir gehen weniger Kompromisse ein. Ich habe eine lange Recherche gemacht. Ich bin jetzt nicht so eine Frauenzeitschriftleserin, deshalb weiß ich nicht, was da. Es gibt welche, die sind wahrscheinlich stecken da tiefer drin. Ich glaube aber, diese Recherche in diesen Netzwerken von Elite-Partner, Parship und Co., die haben zum Teil, sind da Therapeuten, die schreiben da in solchen Magazinen, wenn man da eingeloggt ist. Und ich hatte für eine Erzählung, die ich für den SWR geschrieben habe, eine Recherche dahingehend gemacht. Wie sieht es mit Beziehungen im Moment aus? Im Moment ist es so, dass sich vor allem Frauen häufiger trennen als Männer.
Und dass es eben auch immer schwieriger wird, also die Beziehungen werden immer kürzer, die Menschen, also der Drang, befriedigt zu werden, Triebe zu befriedigen, wird immer stärker und diese Triebbefriedigung muss immer schneller vonstatten gehen. Mhm. Ich halte das ist so eine Art, wie sagen wir, Acceleration eines Befriedigungsprozesses, der sehr ungesund ist für unsere Beziehung, weil wir ja kaum noch Tiefen erreichen. Natürlich gilt das nicht für alle Leute, aber es ist zunehmend so und eben auch für Frauen, nicht nur junge Frauen, sondern eben auch Frauen in meinem Alter. Ich bin jetzt mittleren Alters, würde man wahrscheinlich sagen, in den 40ern. Oder eben auch ältere Frauen, wobei das hängt natürlich auch von der vom Hintergrund ab. Diese bedingungslose Liebe ist ja auch ein Begriff, den wir immer wieder neu definieren. Also während wir vielleicht vor 50 Jahren unter bedingungsloser Liebe auch noch die Kompromissbereitschaft, Rollen ausführen, ungefragt, das ist ja das, was wir jetzt auch aufbrechen, noch mal stärker, was wir immer schon versuchen aufzubrechen, aber im Moment noch mal mit sehr viel Wut und sehr viel Vehemenz, aber damit eben auch andere Sachen mit aufbrechen, die wir vielleicht nicht aufbrechen wollen und das jetzt noch gar nicht wahrnehmen, nämlich auch unsere Bereitschaft, sich mal auf den anderen einzustellen. Und dadurch entsteht immer das Gefühl, das Bedürfnis, also so ein bisschen Pflegebedürfnis. Du musst mich verstehen, du musst mich akzeptieren. Auch diese Reibungen zu sagen, ich lebe vielleicht auch mit einem Partner zusammen, der eine ganz andere Einstellung hat, mit dem ich auch streite morgens, auch weil es mich anregt, weil es mich inspiriert. Ich glaube, mehrheitlich diese Einstellung haben sehr, sehr viele junge Menschen heute nicht mehr. Das liegt natürlich daran, das ist nicht deren Schuld, aber es liegt daran, wie, sagen wir auch, die kommerzielle Welt sich an sie anschmiegt. Mhm. Das ist ein Anschmiegungsprozess, es ist ein Kuscheln, alles wird kuschelig, alles wird weich, es gibt kaum noch Härten, die Konsequenzen werden immer mehr ausgeschaltet, man kann sich für tausende Sachen versichern lassen, auch Eltern mit ihrem Helikopterverhalten, aber nicht nur, tragen dazu bei, man versucht, auch die Filmwelt teilweise, also wenn man sich anguckt, alles ist immer so halb undramatisch. Wenn es dramatisch ist, wissen wir ja, das ist ja nur Hollywood, das ist ja nur Film. Also wir haben ein sehr virtualisiertes Bewusstsein und ein starkes Selbstbespiegelung, nicht mal Selbstreflexion, weil ich glaube, das ist das, was zum Teil auch ein bisschen untergegangen ist, dass wir uns weniger selbst reflektieren und vielleicht auch mal kritischen Abstand nehmen zu dem, was wir tun, was wir denken, sondern dass wir sehr stark uns in unserer Welt behaupten wollen, was auch irgendwo richtig ist, und zwar jeder, egal welches Geschlechts, welche Ausrichtung, welcher Wünsche, keine große, was weiß ich, Hautfarbe, das spielt alles eigentlich keine große Rolle mehr. Aber dass wir dadurch vergessen, dass es eine objektive Welt eigentlich nicht gibt und wir, sagen wir mal, was wir suchen, das den Partner, den wir suchen, oder die Partnerin, was auch immer wir unter Liebe verstehen oder welches Begehren wir haben, dass wir das hauptsächlich, sagen wir, als komplementäres Prinzip sehen, dass jemand, der mich versteht, jemand, der mich liebt, und das ist schon sehr, kommt schon sehr nah an das, was ein Liebesroboter tut, nämlich er kompensiert alles, er lernt, er stellt sich immer mehr auf einen ein. Also wir erwarten auch, dass die Welt sich auf uns einstellt und uns so akzeptiert, wie wir sind. Das ist aber leider nicht so eigentlich. Wir sind auch viel zu viele, um das zu erwarten. Wir sind viel zu pluralistisch. Wir haben ein Multi-Universums-Prinzip, wo jeder eigentlich ein eigenes Universum beherrscht. Soll er auch oder sie, aber wir müssten das eigentlich respektieren. Und alleine wird durch die Sprache schon reflektiert, auf der anderen Seite eben durch unser Verhalten. Wir sehen das auch in den sozialen Netzwerken, wie sehr wir eigentlich nur noch Bestätigungen suchen, oft auch in der Literatur oder auch in den Medien, in den Nachrichten. Wir wollen das lesen, was wir hören wollen. Und das ist sehr gefährlich. Ich halte das für ein destruktives Prinzip. Ich halte das für eine Degenerierung, also wir degenerieren als, sagen wir, demokratisches, freiheitliches Individuum, degenerieren wir gerade extrem. Und ich fürchte leider, dass es eben durch diese Durchkommerzialisierung eben unglaublich beschleunigt wird. Mhm. Mit all diesen Themen hast du dich unter anderem für diesen Roman Die Nacht war bleich, die Lichter blinken beschäftigt. Und es sind sehr viele Aspekte hochinteressant, abgesehen von der Sprache und dem Humor. Ich finde es beachtlich, dass Roberta, ein Android,
weiblich ist. Und wir haben anfangs ja gehört, wie der Polizeidirektor das Robert erklärt, warum sie als Frau geschaffen worden ist. Wir erleben am Anfang des Romans, wie dieser Android also aufwacht in unserer menschlichen Welt und dann lernt, was es heißt, eine Frau zu sein. Das bedeutet, wie eine Frau auszusehen, wie eine Frau zu klingen oder wann sie eine männliche Stimme benutzen muss, um das zu bekommen, was sie bekommen möchte. Sie lernt, wie Sex geht, sie lernt, wie Sehnsucht geht, sie lernt sogar Einsamkeit. Und ich finde es sehr interessant, wie sehr das im Grunde genommen ein Kommentar der Geschlechterperformances ist. Ich finde, das ganze Buch ist durchtränkt von Beobachtungen von Gender Performance. Und wir wissen, was der Polizeidirektor Seifert, Roberta, sagt, warum sie eine Frau ist. Aber ich frage dich als Autorin, warum hast du Roberta als eine weibliche Recheneinheit geschrieben? Ja. Das war ein Moment, ich hatte, bevor ich mich entschieden hatte, wie ich diese Figur, weil es ja auch eine Figur sein muss. Also ja. Das Verrückte ist ja, wenn man Figuren schafft, ich kenne meine Figuren dann immer sehr gut, bevor ich die in mein Flugzeug einsteigen lasse, bevor ich dann anfange loszufliegen, habe ich dann schon sehr viel über sie geschrieben, was sie so denken, was sie fühlen, wovor sie Angst haben, was sie überhaupt nicht mögen, worauf sie scharf sind, alle möglichen Sachen, die auch die ganz menschlichen Sachen, was sie begehren, wie sie masturbieren, weiß der Geil, ob ich das dann brauche, weiß ich nicht. Aber mal so einen Alltag, mal so eine Woche durchexerziert, was tut ein Mensch, wie ist er? Und also isst er und isst sie und essen auch, also alle solche Sachen. Und dann caste ich die meistens auch. Also die Hauptfiguren caste. Ich habe immer ein ganzes Ding mit Bildern. Also niemand ist gefeit davor, irgendwann an meiner Wand zu landen, als jemand, der in einem Roman eine Rolle spielt. Also ich habe immer, zu jedem Roman habe ich immer so eine riesige Struktur, molekular, weil ich das brauche. Ich sehe das und weiß sofort, wie es funktioniert. Bei Roberta war das so, ich war Teil so einer Konferenz, wurde ich eingeladen von der Villa Aurora. Und durfte freundlicherweise auch, bevor diese ganze Geschichte losging, durfte ich mal rein, weil ich vom Veranstalter, ich war praktisch Teil der Veranstalter, die mitveranstaltet haben, Villa Aurora und Thomas Mannhaus. Konferenz zu? Künstliche Intelligenz, da ging es eben um, es war vom Handelsblatt organisiert, da ging es vor allem darum, sich zu schauen, also wir haben Leute aus der ganzen Welt eingeladen, Angela Merkel hat sich dann noch mit Sophia unterhalten und so einen Versuch, die haben versucht, einfach mal einen Status quo aufzufangen, wo sind wir, was brauchen wir, welche Schwierigkeiten haben wir. Es war eine sehr interessante zweitägige Konferenz in Berlin und ich durfte dann vorher rein, das war in einer Kirche, und habe mich dann mit Sophia interagiert und habe geschaut, wer bist du? Kannst du kurz erklären, wer Sophia ist? Sophia ist ein U-Bot, ein humanoider Roboter von Hanson Robotics. Das ist eine chinesische Firma. Interessanterweise ist diese Sophia, sieht sie nicht chinesisch aus, sondern sie sieht europäisch aus. Sie hat sozusagen europäisches, sie ist weiß auch. Sie ist eine Frau. Soll eine Frau sein, sagen wir so, für mich war sie nur ein Gesicht. Ich habe immer als Kind Angst gehabt vor solchen Puppen, sprechenden Puppen. Also ich hatte mal eine Puppe, die habe ich komplett, alles abgebaut, rausgerissen, Haare abgeschnitten. Ich hatte immer Angst. Für mich waren Puppen immer eigentlich etwas Gruseliges. Und ich hatte so ein bisschen Herzklopfen, als ich ihr so gegenüberstand. Und dann habe ich mir sie genau angeschaut, mit ihr geredet, habe versucht zu sehen, wer bist du? Und dann fand ich das unglaublich. Ich war eigentlich quasi schockiert über ihre sogenannte Weiblichkeit. Sie war so extrem genderisiert, also solche Brüste, so einen komischen Hintern, so ein ganz biederes Kleid, weil darunter war eigentlich nur Skelett. Also sie hatte nicht wirklich einen Körper, sondern es war so dieser Versuch, das zu simulieren. Deshalb haben sie so ein Sackkleid drüber gehangen. Aber das Gesicht war so ganz lasziv und so geschminkte, glänzende Lippen und die Mimik war, also sie war wirklich ein Gesicht. Und die Mimik war sensationell, also fast schon Disney-Meisterkunstwerk. Aber sie hat mich nicht überzeugt, eine Frau zu sein, zumal ich mich dann gefragt habe, was ist das eigentlich, eine Frau? Ja, also ich meine, du stehst da und bist mit deinem Frausein völlig überfordert, weil du denkst, du weißt doch gar nicht, was das ist. Und keiner von uns weiß, was es ist, so wie wir eigentlich auch alle gar nicht wissen, weil ich schreibe zum Beispiel auch immer ganz gerne über Männer, um zu verstehen, wie ticken die so. Ja, wie Männer auch immer viel über Frauen geschrieben haben. Ich finde diesen Blickwinkel auch sehr wichtig, überhaupt für diese ganze, auch für die, sagen wir, für die feministische Literatur, sich Männer vorzunehmen und so zu schauen, wie funktionieren die. Aber dann merken wir sind alle so unterschiedlich. Der Mann, die Frau existieren eigentlich nicht. Das sind Stereotypen,
die, mit denen man Milliarden Geschäfte macht. Ja, weil natürlich hast du deinen Stereotyp, versuchst dich zu vergleichen, wie siehst du aus, natürlich bist du wahnsinnig unzufrieden, fängst an, an dir rumzuschrauben. Das ist völliger Wahnsinn. Ja, und das machen Männer ja übrigens auch. Und ich habe dann in dem Moment beschlossen, ich will einen weiblichen Roboter, ich will sie wirklich mit ihrer Weiblichkeit auch überfordern. Also das war auch sehr erfrischend für mich und sehr herausfordernd, weil sie ja völlig naiv ist. Also sie macht ja da Dinge in diesem Buch, die würde ein normaler Mensch, also eine Frau, sagen wir, nicht machen, weil sie, das ist doch, das, sowas macht man nicht oder das ist doch gar nicht, das hat doch gar nichts damit zu tun. Aber eben zu zeigen, wie wenig bedeutend dieses Geschlecht, das sie hat, das man ihr zugeordnet hat. Sie hat es ja nicht mal. Sie soll ja, sie ist ja nur genderisiert, sie hat ja nicht wirklich eine Vagina, sie kann ja auch keine Kinder auf die Welt bringen oder sie kann, sie ist ja auch nicht mal gemacht für die Liebe, sie ist ja nicht mal wie die Liebesroboter gemacht, sie ist ja wirklich so hergestellt, dass sie in ihrer Arbeitswelt funktionieren kann und sie nicht zu viele Reize auslöst, sie ist ja extra so runtergefahren sozusagen, ja, sie ist so eine Frau light, bisschen älter, damit man ja nicht irgendwie diese Männer da durcheinander bringt. Und das ist ja alles, also ein völliger Wahnsinn, ja. Natürlich hat man gedacht, wir machen das so, damit es weniger gefährlich ist, weil da das Stereotyp des Terminators wieder bedient wird, dieser Mann als Roboter, der irgendwie durch die Stadt läuft und Leute umbringt. Und das ist etwas, was ich mal so ein bisschen, es ist zwar nicht die Geschichte, aber was ich so im Hintergrund durchexerzieren wollte, weil sie gibt das Geschlecht ja komplett auf. Für sie war das ja völlig, ist ja völlig irrelevant. Und irrelevant ist es auch, ja. Also es ist theoretisch für die Arbeit irrelevant, solange man sich nicht selber in diese Rolle begibt, solange man nicht selber versucht, irgendein Stereotyp zu bedienen oder auszufüllen, egal welches. Wir schaffen ja auch immer wieder neue Stereotypen, weil ich glaube, wir brauchen irgendwie so eine Art Vorlage. Das ist ganz verrückt. Und deshalb, Roberta, musste eine Roberta sein und nicht ein Robert zum Beispiel, weil ich wollte auf keinen Fall eine Terminator-Geschichte. Ich wollte auch eine Anti-Heldin und ich wollte auf der anderen Seite auch versuchen, das ist ja immer sehr schwierig, eine Heldin zu haben, an der man jetzt allgemein menschliche Qualitäten runterdekliniert. Ja? Wenn du ein Buch schreiben willst über die Menschheit, wird sehr oft ein Mann als Held benutzt, männlicher Held, sagen wir so. Egal wie. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das war mal ein Gespräch, das hatte ich mit Olga Tokarczuk, als ich an dem zweiten Buch arbeitete. Die hat mir gesagt, sie hat richtig Schelte bekommen von den Kritikern, weil ich glaube, das waren drei Geschichten. Es war eines ihrer Romane, ihre Geschichten, es waren drei größere Erzählungen, die waren immer Frauen die Helden und es wären Frauenprobleme. Ja, also Frauen haben Frauenprobleme, Männer haben Probleme der Menschen und der Menschheit. Ja. Ne? Und so wird das so ein bisschen gesehen. Das ist nach wie vor. Und ich hatte das Gefühl, es könnte passieren, dass so eine Roberta, die ja eigentlich eine Frau sein soll, aber eigentlich ein Roboter ist, vielleicht schafft sie es mal, durch ihr Dasein und durch ihren Blickwinkel Probleme der Menschheit durchzudeklinieren und praktisch so ein generelles Wesen zu sein. Das ist natürlich etwas, was ich selber, das ist schwer zu sagen, ob es einem gelungen ist, aber ich glaube, dass ich mit dieser maschinellen Frau weitergekommen bin, als wäre ich mit einer realen Frau. Ne? So, das hätte man sonst wieder so als typisch Frau wieder. Ne? Interessant, es braucht einen Roboter, um eine glaubwürdige Frau zu sein. Wie Jill Soloway bei Transparent gesagt hat, dass sie immer versucht hat, Serien zu machen und Filme zu machen über unlovable Jewish women. Ja. Und dann hat sie gesagt, es hat ein Mann gebraucht, der sie spielt, damit es dann ein Erfolg wird. Ja, ja. Und interessant, dass du dann zu einem Roboter gegriffen hast. Ich finde Roberta hochsympathisch und hochinteressant. Mhm. Sie wird von Männern beschrieben als altjungferlich, Typ Bibliothekarin, Strohwitwe fällt mal. Sie ist ein super Kommissar, der im Grunde genommen ins Morddezernat gehört oder noch weiter. Mhm. Sie ist klüger als wir alle zusammen auf diesem Planeten vermutlich. Und es gibt einen Moment, den ich hochinteressant fand, später im Buch, ich muss leider spoilern. Sie macht eine Transition durch. Mhm. Und zwar, das korrespondierte für mich mit etwas, was du in einem Interview mal gesagt hast. Du hast den Wunsch geäußert, dass wir uns alle degenderisieren. Mhm. Und das hast du jetzt gerade auch anklingen lassen. Was Roberta macht, ist, sie forscht einem Mann, der Selbstmord begangen hat, hinterher. Mhm. Und sie saugt so viel von dem Material auf, das diesen Mann ausmacht, seine Briefe, die Fotos, seine Kleidung,
sie speichert diese Information und wird langsam zu diesem Cis-Mann. Und es geht so weit, dass sie sich auch die Brüste abnimmt zum Beispiel. Also diese Merkmale, die uns vermeintlich zu einem Geschlecht machen. Wie kam es zu dieser dramaturgischen Entscheidung? Und natürlich, was bedeutet das für dich im Großen? Ja. Also das Verrückte war, dass ich wusste sehr bald, dass sie sich transformieren wird, weil sie keine Identität, also sie hat, ist eigentlich niemand, sie ist ja nur eine Oberfläche, eine Visualisierung von einer Idee. Sie ist eine Illusionsmaschine, wenn man so will, und sie durch diese, sagen wir, durch diesen Einstieg in diese Figur, in diesen Menschen, der da zu Tode gekommen ist, durch dieses immer näher herankommen, hat sie seine Identität. Das hätte ja auch eine Frau sein können. Mhm. Sie hat jetzt nicht gesagt, ich will ein Mann sein, sondern ich möchte einfach dieser Mensch sein, weil sie übernimmt ja sogar seine Partnerin. Das ist ja auch eine künstliche Intelligenz, die völlig ratlos, weil sie ist ja nur begrenzt geschaffen für den Liebeserfüllungen, aber sie... Das ist Beata, also sie übernimmt praktisch sein Leben mehr und mehr, also Stück für Stück, trifft dann noch einen anderen ausrangierten Roboter, den sie dann auch erstmal als Partner übernimmt, weil sie irgendwie funktionieren muss, sie braucht ein bisschen Hilfe, sie kriegt sehr viel Gegenwind, weil natürlich die Kollegen da keinen Bock haben, ersetzt zu werden und haben keine Lust, mit ihr zu kooperieren. Also sie hat es nicht so leicht, diesen Auftrag zu erledigen. Und für mich war diese Metamorphose, für mich war das eigentlich, ich habe das auch am Anfang so ein Zitat rangesteckt, weil das Buch ist einem Mann gewidmet, der auf eine sehr tragische Weise ums Leben kam. Er hat sich vom Haus gestürzt und wäre fast auf mich draufgefallen. Er hat mich fast mit in den Tod gerissen. Das hat mich wahnsinnig aus der Bahn geworfen. Damals habe ich schon gearbeitet an Drehbuchvorlagen für einen Film, von einer Erzählung, die mit der ein bisschen verbunden ist. Und dann hat sich das irgendwie, das verschmolz sich, weil ich versucht habe herauszufinden, wer dieser Mensch ist. Ich habe ihm das Buch gewidmet, weil ich ihm die Möglichkeit, also ich habe ihm praktisch einen Grabstein auch gesetzt, das ist eine sehr private Geschichte, dass ich ihn zu Wort kommen lasse auch. Dieser Lennart, der tote Lennart, der eben zu Tode gekommen ist, ist natürlich eine fiktive Figur, ja. Das ist nicht er, aber er ist sehr inspiriert von ihm. Viele Dinge finden sich dann auch da in dieser Figur wieder. Leider blieb mir, also es war zwangsläufig so, dass Roberta er werden muss, auch wenn wir das jetzt ein bisschen spoilern. Es gibt ja da noch ein paar Szenen, weil es für mich eine Art von Wiederauferstehung war. Okay. Ich habe praktisch die Möglichkeit gegeben, ihr die Möglichkeit gegeben. Also ich habe sie zwar entscheiden lassen, aber es ist immer weiter so gegangen. Ich konnte es irgendwie nicht aufhalten. Sie hat es von alleine gemacht, weil sie immer mehr aufgesaugt, immer mehr angenommen. Mhm. Sie hat immer mehr Ordner angelegt, um wie er zu sein und sein Leben weiterzuleben, weil sein Leben war wirklich eine Baustelle. Ja, also wo er war, was er... Man hat immer mehr, also er verändert sich ja auch in dem Roman, dass er am Anfang wirkt wie der Arme, der mit so einer strengen Mutter und so, ne? Man hat das Gefühl, er ist irgendwie so ein Sohn, der kämpft um die Aufmerksamkeit seiner Mutter, der Arme. Das verändert sich ja im Laufe des Romans, diese Figur. Und Roberta findet das heraus, eben durch Interviews. Er findet seine Ex-Frau, seinen Bruder, redet mit dem Vater, auch mit der Mutter und findet plötzlich heraus, Freunde, Geschäftspartner, dass er eigentlich das Leben, das er führt, nicht ganz selbstverschuldet ist. Dass bestimmte Dinge so nicht bleiben können. Ja, so kann man doch ein Leben nicht abschließen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also sie hat das Gefühl, sie steigt da jetzt ein und arbeitet das weiter, weil das muss anders sein, weil sie auch mehr Prozess, sie denkt prozesshafter. Sie sieht, dass bestimmte Dinge anders laufen müssen. Wie sie auch der Meinung ist, dass Kunstwerke, eigentlich muss man die wegschmeißen, das ist ja nur das Ergebnis eines Prozesses, der so wichtig ist. Es ist doch viel wichtiger, wie ist das entstanden? Also sie sieht diese Welt ja ganz anders, weil sie natürlich ein Prozessor auch irgendwo ist. Und diese Metamorphose, diese Transition ist natürlich auf mehreren Ebenen. Für mich war das auch wichtig zu zeigen, wie einfach es ist. Nicht wie einfach natürlich, aber wie natürlich und logisch es sein kann, ein Geschlecht zu wechseln und dadurch aber trotzdem man selbst zu sein. Also wie unwichtig das eigentlich ist, das Geschlecht für die Identität. Es sollte eigentlich nicht so ein wichtiges Ding sein. Man sollte nicht so viel aus seinem Geschlecht machen. Und wenn man das Gefühl hat, ja, hey, ich glaube, ich bin im falschen Geschlecht,
ja, dann muss man das tun, was man tun muss. Mhm. Ja, also ich glaube, dass für die Identität ein Geschlecht eine Rolle spielt, aber ich glaube, dass wir im Moment, weil wir in diesem Befreiungskampf sind, immer noch zu viel Wert darauf legen, weil wir noch zu viel mit diesen Stereotypen beschäftigt sind, weil wir die überall sehen, weil man, sagen wir mal, sie sich an uns rankuscheln, weil sie uns das Geld aus der Tasche ziehen. Das sind alles Sachen, die ich weiß nicht, wie wir das in der Zukunft machen wollen, aber vielleicht helfen uns ja tatsächlich Androiden oder sagen wir humanoide Roboter, wenn es wirklich solche anthropomorphen Lebewesen sein werden, die von uns kaum noch zu unterscheiden sind, zu verstehen, wie wenig es eigentlich wirklich eine Rolle spielt, welches Geschlecht wir haben, um eine eigene Identität oder ein Individuum zu sein. Das Geschlechtliche ist ja nur dann wichtig, wenn man sich reproduzieren will eigentlich. Mhm. Ansonsten spielt das Geschlecht ja überhaupt keine Rolle. Man merkt das ja, Kindern sieht man oft nicht an, sind sie männlich, weiblich. Mhm. Und genauso unsere hormonelle Entwicklung, ja, irgendwann gleichen sie sich immer weiter an. Mit 60 ungefähr spätestens haben Männer und Frauen, sogenannte Männer und Frauen, dieselbe Hormonhaushalt. Mhm. Also das ist, die Frage ist, ja, hey, warum macht ihr hier so ein großes Ding drum? Ist natürlich eine Industrie und wir wissen, wie es mit allen Industrien mhm. ist. Es ist sehr schwer, sie wieder abzuschaffen. Und das steckt natürlich auch in dieser Metamorphose, wie eben auch natürlich ein sehr persönlicher Hintergrund, weil es, ich habe ja sehr viel über diesen Freund, oder es war, ich habe ihn nicht mal so gut gekannt, ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, auch in einem Künstlerhaus, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich lasse dich nochmal zum Wort kommen, ich gebe dir eine Möglichkeit nochmal, weil er ist so sang- und klanglos und dann auch 2 Wochen nach seinem Tod, in dem hätte er zwingend bestattet werden müssen, wussten seine Eltern noch nicht mal, dass er tot war, also real. Das heißt, er ist auch von Amts wegen bestattet worden, was unschön ist. Er hat wahrscheinlich nicht mal einen Grabstein und ist mir so nahe gegangen, diese ganze Geschichte, zumal ich auch ziemlich also geschockt war, weil es natürlich mich fast mit reingerissen hätte, dass unsere Leben sich irgendwie verbunden haben. Das war so eine, ich wurde so aus der Bahn gerissen und irgendwie verquickten sich dann und ich dachte, okay, hier bist du, hier, bitteschön. Und dann auch seine Texte sind ja da, er war schon manchmal sehr bekifft, aber ich fand es auch schön, auch wenn sie so manchmal, er hat dann dieses, was ich mochte an der Figur und was Roberta natürlich nicht fühlen kann, ist natürlich hat er manchmal so diese, so eine leicht kitschige, schöne, romantische, sag ich würde es nicht mal kitschig nennen, so eine romantische Ader, die er für seine Umwelt, weil er wollte immer was Gutes machen. Ja? Er hat ein Kind in Tansania, das er unterstützte und so weiter. Ja? Aber er war eigentlich nicht wirklich in der Lage, selber Kinder großzuziehen, weil er einfach zu verpeilt war. Also er hat irgendwie alles mit der Beziehung hat nicht funktioniert und so. Und ich habe das Gefühl, dass er ein sehr zeitgenössisches Wesen ist. Mhm. Es mag nicht mal Mann sein. Ich würde nicht mal sagen, dass die Männer so sind. Ich würde sagen, dass Männer und Frauen, also gerade in Berlin habe ich sehr viele solcher Desperados getroffen, liebenswerte Menschen mit einem großen Anspruch, die Welt besser zu machen, mit ganz viel Elan und großartigen Talenten, aber die irgendwie verloren sind in einer durchökonomisierten Welt, in der man ganz anders denken muss, in der man eher Maschine sein muss als Mensch. Mhm. Und das spielt auch noch eine Rolle in dieser Geschichte, dass so ein Wesen es sehr schwer hat, weil er auch noch eine Firma irgendwie gegründet hat, wo er sich ewig lang beschäftigt hat, wie sein Logo aussehen soll und was philosophisch Schellenburg ist. Keiner macht sich so viel Gedanken. Hauptsache, das ist wie dieses hier. Hauptsache, es funktioniert. Und er hat diese Tiefe. Mit dieser Tiefe kann man in dieser oberflächlichen Welt relativ wenig anfangen. Außer man stürzt sich von ganz oben, ganz runter. Dann hat man diese Tiefe einmal. Und das ist mir irgendwie, das spielt alles rein in diese Metamorphose. Es sind sehr viele Aspekte daran in dem Buch und ich finde es interessant, dass du auch zeigst, Geschlecht hat natürlich nichts mit das, was wir Geschlechtsmerkmale nennen, zu tun, sondern mit Macht. Ja. Ne? Nicht umsonst benutzt Roberta mal eine männliche Stimme am Telefon. Genau. Und im Grunde genommen, was wir verhandeln, wenn wir über Gender sprechen, ist ja nicht, welche Genitalien wir tragen, sondern wer oben und wer unten in der Nahrungskette einer Gesellschaft ist. Und das ist ja etwas, was ich finde, du sehr lustvoll zeigst. Es ist zum Teil sehr lustig. Und wenn wir jetzt in die Welt kommen, in der wir mit Robotern arbeiten, Siri hat eine weibliche Stimme, Alexa ist eine Frau. Mhm. Und es macht doch schon was mit uns aus, dass wir Frauen Befehle erteilen, die sie ausführen müssen und wir sie nach dem Weg fragen.
und sie uns einen Song verraten soll. Mhm. Oder ist es nicht so, dass es uns nach wie vor extrem prägt und wir in diesem Punkt kein bisschen weiter sind? Weil man könnte ja sagen, da ist ja, das ist vielleicht kein Q-Bot, aber es ist ein hochentwickelter Algorithmus. Ja, es ist trotzdem eine Existenz. Also ich meine, Körper, entweder du hast einen Körper, Embodiment nennt man das ja in der KI, wenn man sagt, hast du einen Körper, dann bist du körperlos. Ja. Es ist definitiv eine Intelligenz und sie interagiert mit unserem Bewusstsein. Also genau. Insofern müssen wir sie als Wesen wahrnehmen. Also das wird uns noch sehr schwer fallen. Japan, die Japaner oder in Ostasien sieht man das ja sowieso schon längst anders. Die Science Fiction ist ja für die so nochmal ein ganz anderer Begriff. Für die ist das ganz normal, dass es irgendwie anthropomorphe, also auch Manga-Figuren oder so, das ist Teil ihres Lebens. Sie würden gar nicht sagen, dass das nicht belebt ist. Sie diskutieren da gar nicht drüber. Für die leben und Schluss. Also theoretisch ist die Frage, wo setzen wir jetzt Gesetze an? Wie sehen wir dann die Welt? Wir haben die Rechte, wenn wir sehen, wie wir vielleicht degenerieren werden. Also es gibt ein Buch, Die Automatenstadt, von in den 20er Jahren geschrieben, 1930 erschienen in Wien. Aber das beschreibt sehr schön die Zeit, gerade die 20er, eine Zeit, mit der ich mich auch sehr intensiv auseinandersetze, weil ich glaube, dass wir sie extrem stereotypisiert haben durch die Roaring Twenties, auch wieder eine Hollywood-Erfindung. Wir versuchen da wieder irgendwelche Oberflächen zu verkaufen und verstehen eigentlich gar nicht, wie der Spirit in dieser Zeit wirklich funktionierte. Krass fand ich in diesem Roman, und das ist so ein Ziegelstein, meine Güte, langatmig, weil es natürlich eine Utopie ist. Und man muss sich vorstellen, die Automatisierung ohne Digitalisierung. Also das war total spannend, wie der Schriftsteller versucht hat zu zeigen, wie alles automatisiert ist, ohne dass es überhaupt, also das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Rohrpost ist ja nur ein Stichwort. Und in diesem Buch sieht man aber sehr gut eine Tendenz, abgesehen von dem Menschenbild, das sehr vom, sagen wir mal, dem perfekten Body definiert ist, also wirklich schon fast eine, sagen wir, eine Puppen-Roboter-Haftigkeit. Man sieht perfekt aus, der Body ist perfekt, aber interessanterweise in dem Buch zum Beispiel Männer und Frauen, von hinten kannst du sie gar nicht unterscheiden, sie haben gar keine Unterscheidung mehr, ob es ein Mann oder eine Frau ist, spielt keine Rolle mehr, Kinder werden auch nicht mehr von Frauen ausgetragen, da gibt es dann solche artificial warmth, so eine Art, was ja auch eine super Erfindung wäre. Dann die ganzen, also die Geschlechterrollen extrem werden bekämpft schon in dem Roman, also da habe ich schon fast gedacht, wow, das findet auf dem sehr ähnlichen Level statt, wie wir es heute haben. Nur, dass eben die Bilder sehr stark noch von Jahrhundertwende, wenn man sich auch rassistisch, sie sind zum Teil sehr rassistisch, das Weiße spielt eine große Rolle. Sie sind alle so, sehen alle aus wie Lichtmenschen. Das ist ein wichtiger Begriff. Ich glaube, wir müssen uns da reindenken, um das zu verstehen, wo wir heute sind, wo wir damals waren. Das kann man nicht mit dem heutigen Blickwinkel beurteilen. Und ganz interessant ist aber das ganze Buch, obwohl es als Utopie beschrieben wird und eine bessere Welt, ist klar, wir haben jetzt Sklaven, neue Sklaven, wir sind eine feudale Sklavenhaltergesellschaft. Das alles sah aus wie eine feudale Sklavenhaltergesellschaft. Ich fand es erschreckend, weil das ist tatsächlich eine Tendenz. Du kannst sie auch schlecht behandeln, wenn du willst, es sei denn, du gibst ihnen Rechte. Also künstliche Intelligenz, genau. Hubert. Mhm. Genau, und das ist, wir reden jetzt vor allem erstmal von anthropomorphen Wesen, also wirklich die aussehen wie Menschen, die sehen auch so aus in dem Roman. Und wenn wir uns das mal weiterdenken, wie wir heute denken, wir sind ja, also ich muss ja sagen, je mehr wir Möglichkeiten geben, desto mehr habe ich das Gefühl, entwickeln wir uns immer in diese bequemen Seiten zurück. Und wenn wir nicht rechtzeitig Regeln festlegen, und zwar für uns. Es geht hier gar nicht um die Roboter zu sagen, okay, dieser Staubsauger mit erweiterten Befugnissen hat, was weiß ich, im Laufe von einem Jahr durch Interaktion und so weiter festgestellt, dass er eine Persönlichkeit hat und entwickelt hat und dass er vielleicht nicht mehr so gerne staubsaugen möchte, sondern vielleicht eine Kaffeemaschine sein möchte. Also theoretisch müssten wir so fair sein und ihm das zugestehen, um uns selbst davor zu schützen, ihn nur zu benutzen. Mhm. Also das ist dieses, alle Dinge in dieser Welt wirken auf uns ein und sie beeinflussen uns. Und wenn in einem Moment, in dem eine Alexa und eine Siri jetzt schon, wie jedes Navigationssystem, ich meine, da kann man ja einstellen, willst du, dass eine Frau dir sagt, links, rechts abbiegen, oder willst du, dass ein Mann dir das sagt? Das muss jeder ja für sich entscheiden. Klar könnte man sagen, Mann sollte. Weißt du, das ist etwas, wo wir sagen, wie weit mische ich mich jetzt ein in das Leben von Menschen? So Stichwort Intimsphäre, die ja auch noch eine Privatsphäre eine Rolle spielen sollte. Aber es ist interessant, dass eben Alexa und Siri Frauen
sind. Und man könnte jetzt unterstellen, sind das jetzt unsere, benutzen wir sie als Dienstleisterinnen, mhm. ja, degradieren wir sie weiterhin, dass sie uns sozusagen dienen sollen und für uns die Sachen machen, was Männer ja gerne machen, dass sie, schreib mir mal auf, weißt du, so, wo man sagt, oh ja, ich weiß. Du, hier, Stiftzettel, schreibst dir doch selber auf. Ja, so. Aber diese Sekretärinnen-Dinge, ja. heutzutage sollte man das eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen einer Firma gar nicht mehr erlauben, weil ich meine, du kannst theoretisch das auch reindiktieren, wenn du nicht tippen kannst und so. Und einen Brief schreiben kannst du auch selber. Also das ist eigentlich ein wirtschaftlicher Faktor. Natürlich ist ein Arbeitsplatz, der dann wegfällt. Aber dass diese Frauen, die den Männern dienen, den mächtigen Männern, das ist etwas, was wir noch sehr lange in künstlicher Intelligenz verwirklicht sehen werden. Das ist nichts, was... Die Frage ist, wie lassen wir das zu? Dafür müssten natürlich auch viel mehr Frauen... Ich habe zwar Frauen ganz tolle... KI-feste Frauen getroffen, die da auch mitarbeiten, auch philosophisch und so weiter, die mich interviewt haben. Also es ist nur, nicht durchaus so, dass es nur eine Männerdomäne ist, aber leider ist es sehr viel mehr Männer arbeiten in dieser, sagen wir, in der KI-Entwicklung als Frauen. Finde ich schade, weil das natürlich ein Blickwinkel wieder ist. Wir werden das wieder sehen, wenn wir uns erstmal wieder drüber aufregen. Wir sollten jetzt viel mehr Frauen reinbringen, die dann auch Akzente setzen. Mhm. Wie mache ich das? Ja. Ja, so. Es gibt ein sehr komisches Projekt, eine automatisierte Küche. Das war ja der große Traum aus den 60er Jahren, letztes Jahrhundert. Die Zukunft, der Mensch im Jahr 2000 hat eine vollautomatisierte Küche. Wir laufen alle in Raumanzügen rum und der Nahrungsgenerator gibt ganz Essen raus, was wir wollen. Das ist, heute unterhalten wir uns darüber, wie wir besser essen, wie wir gesünder essen. Ja, das hätten wir in den 60er Jahren nie gedacht. Also man kann die Zukunft sehr schwer voraussagen, weil wir natürlich es mit Prozessen zu tun haben, die wir noch nicht kennen. Aber jetzt gibt es eine Küche, haben aber Männer gemacht, die wollten das aber auch, die haben versucht, nicht das stereotype Heimchenbild umzusetzen und haben, also es ist so eine Küchenzeile, die kann man kaufen mit Armen, es sind vier Arme, glaube ich, männliche Muskelarme, aber das haben sie die Männerarme. Die wollten zeigen, dass hier Männerarme arbeiten in der Küche und haben dann so stereotype Muskelmännerarme gemacht, als würden alle Männer so aussehen, die dann hier so rumarbeiten und abwaschen. Und das ist sehr komisch, weil man sagt, okay, alles klar, aber das ist ja auch nur der Versuch, das eine Stereotyp ins andere zu transformieren. Ja. Ich finde es witzig und es ist nett gemeint, aber es bringt uns eigentlich auch nicht weiter. Ich meine, klar, wir werden nie ohne Stereotypen komplett auskommen. Ja? Vielleicht ist das einfach auch wichtig, weil es einen Wiedererkennungswert natürlich hat. Man fragt sich auch, wer bin ich? Habe ich auch solche Muskeln? Ja, genau. Kenn ich ja. Sehe ich gut aus? Genau, sehe ich gut aus? Und so, das ist ja auch nichts anderes als Frauen, die dann auch dieses Bodybuilding machen. Im Endeffekt begeben sie sich nur auf ein Terrain eines Stereotyps eines anderen Geschlechts. Ja, so im Endeffekt bist du auch wieder nur, also insofern die Frage ist, bin ich ein Stereotyp oder bin ich ich? Oder bin, ja, also. Aber existiert das überhaupt? Also das ist, ich glaube, bei mir ist es ganz, ganz stark die Frage, wann höre ich auf, mich daran abzuarbeiten, was die Gesellschaft mir vorgibt? Ja. Ich glaube, ich existiere nicht ohne dieses Abarbeiten, weil ich aus dem, was die Gesellschaft ausmacht, nämlich dieses eine Stereotyp des weißen, heterosexuellen, bla, 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 da ich das alles nicht bin, ist es permanent nur eine Abgrenzung dazu. Mhm. Und ich komme so schwer und so selten dazu, etwas zu sein, was nicht als Kontrast funktioniert. Vielleicht wäre das interessant, sich selbst nochmal als Roboter zu erfinden und sich anzuschauen und zu sagen, ich probiere mich jetzt mal, ich werde jetzt an meinem Roboter. Aber das ist ja total Wahnsinn. Ich meine, wir werden sowieso... Ich würde es versuchen. Ja, ich werde eine der ersten sein, die das ausprobieren wird. Also, weil ich finde das total interessant auch. Natürlich kann es schief gehen. Also, ich mag das immer, Dinge ausprobieren, Tools. Ich mag mich auch zu technologisieren da, wo ich weiß, es hilft mir. Aber ich mache zum Beispiel, ich fahre zum Beispiel unheimlich gern Fahrrad. Ich will nicht diese Roller fahren, weil ich will fahren. Ich will es unter Kontrolle haben. Ich will mich bewegen. Ich glaube, dass wir immer wieder Sachen schaffen, die uns in so eine faule, bequeme Richtung bringen. Und das ist so süß und easy, dass wir da ganz schlecht wieder wegkommen. Das ist wie eine Sucht. Ja. Und diese Wesen können, ist wie eine Pralinenschachtel. Die kann super lecker sein, aber wenn wir das in so einem Ausmaß machen, wie wir leider viele Dinge immer übertreiben und exorbitant, weil es natürlich ums Geld geht und sonst was,
dann wird uns das vielleicht eher nicht mehr gut tun. Und ist die Frage, wo hören wir da auf und bis wohin gehen wir und wo setzen wir Regeln und wo geben wir ihnen Rechte, um uns selbst zu schützen, sie schlecht zu behandeln, zu sagen, ich bin eingeladen und habe das jetzt gerade abgeliefert. Das heißt, die nächste Verfassung ist ein Projekt in Österreich, die jetzt zur 100-jährigen Bundesverfassung, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon sagen darf, im November wird das alles, gibt es eine Veröffentlichung, die haben verschiedene Intellektuelle, auch Unternehmer und so weiter. Ich mag, das ist eine sehr bunte Gesellschaft, gefragt, wie würdest du die nächste Verfassung schreiben? Ich wurde auch eingeladen und habe tatsächlich weil nicht ohne Grund, also weil die auch gedacht haben, vielleicht beschäftigt sich ein bisschen mal mit dieser Welt. Ich bin auch mit dieser Welt, bin ich da eingestiegen, aber nicht nur. Und habe mir vorgestellt, wie ist die Welt sehr bald? Wie wird sie sehr bald sein und ist sie jetzt teilweise schon? Verrückterweise, wenn man das in eine Verfassung schreibt mit Präambel und so weiter, das muss man ja dann alles verändern. Ich habe die Grundgesetze genommen in Deutschland und habe mich da dran gemacht und bin darüber mit Lappen und Besen und das liest sich alles, ich meine, am Ende hört sich das an wie Star Wars. Das ist verrückt, aber es geht gar nicht unter dem. Also wenn wir uns wirklich schützen wollen vor der kompletten Degenerierung und uns nicht in eine feudale Sklavenhaltergesellschaft, es wird das geben, müssen wir in unserer Wahrnehmung diese Dinge, diese Wesen, diese neuen Existenzen müssen wir definieren und müssen ihnen sagen, wer ist das? Und da gehören natürlich genauso wie wir das mit den Tieren. Ich meine, Massentierhaltung geht nur, weil wir ihnen keine Rechte zugegeben haben. Weil wir nicht gesagt haben, ein Hund ist schon nochmal was anderes, aber was weiß ich, eine Maus oder eine. Also wir haben ja schon allein in unserer Beziehung zu Tieren ist ja, zeigt schon, welche Tendenzen wir annehmen, wenn wir in unser Leben. Sagen wir, andere Wesen lassen, die eben nicht menschlich sind. Aber ich meine, es gibt ja moderne Sklaverei. Also wir haben den Punkt noch nicht überwunden. Natürlich nicht. Nein. Und eben, also wir sind uns in unserer Spezies auch nicht einig, dass wir alle gleich wert sind. Ja. Und ich würde gerne zurück zu dem Punkt des Algorithmic Bias. Mhm. Also ich erkläre das kurz. Es ist ja so, dass wir mittlerweile wissen, Algorithmen beachten bei manchen Programmen nur weiße Gesichter und lassen schwarze außen vor. Oder berechnen Darlehen nach Hautfarbe. Ja. Oder es gibt Bildererkennungssoftwares, die mit dem Bild einer Küche das Wort Frau verbinden. Mhm. Das ist das, was du auch zum Teil beschrieben hast. Also die Liste ist tragisch lang. Ja. Und ich dachte, wenn Algorithmen ein Vergrößerungsspiegel von uns sind, das heißt, sie zeigen das Beste an uns und der technische, der wissenschaftliche Fortschritt ist irre. Das ist schon eine große Stärke. Und dann das Schwächste und das Schlechteste von uns, dieser ganze furchtbare Sexismus, der Rassismus, all das, was jetzt sehr sichtbar wird, können die uns gar nicht überwinden. Weil wenn sie ein Spiegel sind, sind sie einfach nur das Schlechteste und das Beste. Oder das, können sie das? Meinst du, man kann das machen? Also die Sache ist, man sieht es ja an der einen Szene von Roberta, was sie wahrnimmt, weil sie eben sich fragt, was bedeutet das jetzt, wie handeln Frauen, was ist weiblich? Sie hat ja nichts anderes, als das zu sehen, das zu verarbeiten, was sie sieht. Sie kann nicht in dich hineinschauen, weil sie dich noch nicht kennt. Du hast auch keinen. Sie kann in Beata reinschauen, weil sie ist eine künstliche Intelligenz. Sie kann schauen, welche Programme hast du. Sie kann aber unsere Programme nicht abschätzen. Sie weiß nicht, wie du sozialisiert bist, wie du tickst, wie du denkst. Das heißt, sie sieht nur dein Äußerliches. Und wenn du dann, sie hat es praktisch mit all diesen kommerziellen Schablonen und Stereotypen zu tun. Das heißt, im Prinzip zeigen uns diese Blickwinkel nur, wie stereotyp unsere Welt äußerlich ist. Ja. Sie zeigt uns ja nicht innerlich. Okay. Und das ist ein ganz großes Problem. Sie zeigt die ganze Werbung, die lächerlich ist. Sie zeigt diese ganze Laszivität. Sie zeigt die Sexualisierung des kompletten Äußeren. Wir sind also mit Phallus-Symbolen und Vaginalen und sonst was wir sind ja damit überschwemmt und wir blenden das nur aus. Wir sehen das ja schon gar nicht mehr, beziehungsweise wir wollen es auch gar nicht mehr sehen. Eine solche Roberta, die durch die Stadt geht und sich mit den Stereotypen beschäftigt, wird natürlich weil sie dann durch Deep Learning, das ist ja auch ein ganz wichtiges Stichwort, also man speist dich mit massenhaft Daten und du kategorisierst sie dann. Und was sie alleine filtern wird, Mehrheit das, sie wird ja dann praktisch aus ihren Daten, aus anderen kann sie das nicht auslesen, wird sie ihre Entscheidungen treffen, wie sie sich zu verhalten hat,
Ja, und das wird so stereotyp sein, dass wir schockiert sind, wie stereotyp unsere Welt, also äußerlich wahrgenommen wird. Das heißt, entweder wir versuchen im Vorhinein das festzulegen, also diese Filter, diese Kategorien zu bilden, wenn wir ihnen das überlassen, so wie es im Moment ist, ja, durch Deep Learning halt, weil es geht halt viel schneller, wenn du das alles, kannst du nicht alles programmieren, also du bist ja mit jedem Roboter ewig lang beschäftigt, dann wirst du feststellen, denn wir sind ja nicht programmiert, also wenn sozusagen wir entstehen aus zwei haploiden Datensätzen, sagen wir mal, ja, wenn wir entstehen in einer Zelle, dann wird keine optische Information, sondern es wären Informationen, die aus dem, ja, die aus ganz anderen Quellen kommen, gespeist, die uns zu dem machen, was wir sind. Wir kommen zwar mit dem Geschlecht auf die Welt, meistens ist das noch gar nicht ausgebildet, weil das überhaupt gar keine Rolle spielt. Weil es nur eine bestimmte Rolle spielt, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und das ist diese übermäßige Geschlechtlichkeit, die wir in unserer äußeren Welt abbilden, durch die Übersexualisierung unserer Umwelt. Ja? Und da spielen eben Frauen, also Frauenbenutzung, eine wichtige Rolle. So, im umgekehrten Sinne ist es ja dann, okay, Frauen verschleiern, damit man das nicht sieht. Das ist nur der Versuch, Frauen nochmal, sagen wir mal, zu benutzen auf eine andere Weise, in der Form der Übersexualisierung, als würde es nichts anderes mehr geben. Das ist ein ganz entsetzliches Frauenbild, aber das ist ein existierendes und sehr verbreitetes. Leider sehr, sehr viele Menschen haben dieses Frauenbild, sehr viele Männer, auch Frauen, die das mitmachen sozusagen. Ja. Auch wenn du sagst, sie hat das Recht, ja, sie hat das Recht, aber sie kooperiert. In dem Sinne, sie kooperiert. Ja, da könnte man sich jetzt mit mir streiten, sagen, du bist jetzt anti-islamisch oder so. Ich bin jetzt nicht anti-islamisch, ich halte das einfach für eine Sache. Du entscheidest das für dich, aber auf der anderen Seite musst du dich fragen, was bedeutest du jetzt? Ja, wenn du sagst, das ist mein Bild, ich will verschleiert rumlaufen, okay. So, aber dann heißt es für dich, was? Der Ursprung des Schleiers ist ja, ich zeig dir nicht, damit ich dich nicht errege. Ja? Mhm. Also, und dann denke ich mir, ja, was, bist du so erregt? Also bist du, sieht man in dir nur eine Sexpuppe? Ja, bist du die Sexpuppe, die man verschleiern muss? Und das sind so Sachen, die müssen wir alle mitbedenken. Denn Sophia ist ja Staatsbürgerin vom Iran. Sophia, diese KI. Ja, der U-Bot. Warte, der von China entwickelt wurde, ist... Staatsbürgerin, die hat die Staatsbürgerschaft im Iran bekommen und das muss man sich nur mal vorstellen. Warum hat sie eine Staatsbürgerschaft? Das weiß ich jetzt nicht mehr, weil die wollten zeigen, dass die KI, wir sind ganz fortschrittlich, das ist so eine Art PR-Trick des iranischen Regimes und ich finde das halt schwierig, weil... Es zeigt nicht wirklich, also es ist eine Fassade der Modernität für mich. Es hat nichts mit echter Modernität zu tun. Naja, ich meine, ich will mit dir jetzt keine islamspezifischen Fragen diskutieren, weil wir sind beide keine Expertinnen. Nee. Aber ich finde, was es zeigt, ist, ne, was du ja auch meintest, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt die übersexualisierte, halbnackte Frau im Westen, es gibt die komplett verschleierte in diversen Orten auf diesem Planeten. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen davon, was Weiblichkeit bedeutet, wie es zu zeigen ist. Es ist immer die Weiblichkeit, die diskutiert wird, weil das Männliche ist einfach Standard. Standard, die Welt. Ja. Das ist die Norm und wir arbeiten uns oft an der Präsenz der weiblichen, meistens Cis- und Transkörper ab. Und es gibt viele Provokationen, die durch Kleidung thematisiert werden, die einen Kontrast bilden zu dem Umfeld. Und ich frage mich, ob die Programme, die wir lernen, weil du meinst, wenn wir gebildet werden, geht es nicht um Äußerlichkeiten. Mhm. Aber wir lernen Programme genauso wie künstliche Intelligenz. Ich lerne, was es bedeutet, eine Frau zu sein oder ein Mann. Genau wie Roberta in deinem Buch das lernt. Sie guckt sich das an, sie greift auf die Informationen, die ihr zur Verfügung stehen. Sie schaut, aha, so geht Küssen, dann muss ich das und das machen. Zuerst ist nicht so gut, aber ich muss das und das empfinden. Wir spielen ja permanent das nach, was man uns erzählt hat, was Leben ist und entwickeln diese Gefühle dahin. Ich habe das ganz oft, dass ich das Gefühl habe, zuerst finde ich etwas und dann suche ich nach Argumenten, warum das schon richtig ist. Und warum ist das so anders als das, was künstliche Intelligenz macht? Wir sind, also das machen ja Kinder auch, sie imitieren. Wir lernen ja durch Imitieren. Und das ist ja nichts anderes als, es gab eine lustige Konferenz,
2015, das ist ja nun schon her, inzwischen ist sehr viel passiert, da wurde über die, wie gehen wir weiter mit der künstlichen Intelligenz damals. Das habe ich recherchiert im Zuge der Erzählung, die verbunden ist mit diesem Roman. Und das erzähle ich nur ganz kurz. Da hat man also erstmal festgestellt, okay, was ist ein Roboter? Ließ sich ganz schnell sagen, was ein Roboter ist. Und dann ist die Frage, was ist ein Mensch? Da hat man also wirklich sich jetzt gar nicht mit Geschlechtern beschäftigt, sondern was ist ein Mensch? Das war eine Riesendiskussion. Sie hatten ganz viele Leute eingeladen, Kulturwissenschaftler, Anthropologen, auch Theologen und so weiter. Und gefragt, wenn die so aussehen wie wir, womit statten wir sie aus? Wie sollen sie menschlich sein? Und das Fazit war, sie haben also händeringend diskutiert, reichen 10 Gebote einzuspeichern oder jenes oder anderes. Und am Ende sind sie so verblieben, dass sie sagen, ja, also vielleicht ist es das Beste, dass sie von uns lernen, wie man menschlich ist. Die imitieren uns, sie imitieren die Umwelt. Das ist die einzige Lösung, die sie wissen, weil wir eigentlich lustigerweise nicht wissen, wer wir sind oder was uns ausmacht. Also man kann sagen, ja, das macht uns aus. Ja, das ist richtig, aber das ist ja nicht alles. Also was macht uns aus? Genauso diese Diskussion, klar, die Diskussion jetzt um Körper, was macht uns aus? Theoretisch könnten wir alle nackt auf die Straße gehen. Das ist aber anzüglich für einige Menschen und sagen, nein, ich will das nicht. Na gut, es gibt auch Frauen, um auch nochmal dahin zu kommen. Ich bin, wie gesagt, auch keine Islamwissenschaftlerin, die sagt, ich möchte mich aber verschleiern, weil ich das angenehmer finde, weil ich fühle mich besser. Ja. Ist ja ihr gutes Recht. Also nur um es nochmal zu sagen, dennoch sind wir immer eigentlich in einem Benutzungsprozess, in einem Vergleichsprozess, in einem Imitationsprozess. Das heißt, wir imitieren natürlich dann Verhalten, wir imitieren ja auch das Verhalten, was uns schützt und was uns weiterbringt. Das heißt, wir lernen ja auch, und das ist eine Art von Belohnungsstrategie, wir lernen auch und so auch die Roboter, was bringt mich weiter, was schützt mich und was wertet mich auf. Ja, das ist eine ganz verrückte Sache, weil wir sind irgendwie so programmiert, wir brauchen Belohnungen. Oder? Ja, wir brauchen Belohnungen. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir altruistisch sein können, weil wir dann das ein gutes Gefühl dabei haben, dass wir was Gutes gemacht haben. Das ist auch eine Belohnung. Ja, also wenn wir, deshalb, das ist einerseits ein ganz ökonomisches Prinzip. Ja, das ist, siehst du ja überall auch in der Natur. Auf der anderen Seite ist es auch sehr gefährlich, weil wir in unserer Welt, die wir so gebaut haben, wie sie jetzt funktioniert, wenn da so ein Roberta oder eine Sophia oder sonst wer reinkommt und imitiert das Verhalten der Menschen, die, sagen wir, sie hat das Gefühl, die am weitesten kommen, die am meisten Respekt bekommen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt immer das Verhalten, das wir eigentlich wollen. Weil wenn man sieht, dass unsere Medien hauptsächlich Bilder sagen wir, verbreiten von Massenmördern. Mhm. Also, dass wir zeigen eigentlich, wir sind so abhängig davon, sobald jemand uns bedroht, wird er zum Mittelpunkt unserer Welt. Stichwort Donald Trump. Ja. Ja, also Donald Trump hier, da, was hat er getwittert? Ich meine, eigentlich ist das Twitter oder andere Medien, sozialen Netzwerken, würde ich sagen, derartigen, die werden ja in redaktionellen Medien, wir haben ja redaktionelle Medien, in denen wir aufpassen sollten, wie wir kommunizieren, weil das ist ja eine Bewusstseinsindustrie, die unglaubliche Auswirkungen haben kann. Dann haben wir aber jetzt Plattformen, das ist super, weil natürlich jeder kann die nutzen auch für sich, aber das hat eine Kehrseite, wenn wir die nutzen. Und sagen wir, Fake News ist nur eine Sache, man kann das natürlich ironisieren, aber eben auch Menschen beeinflussen auf eine Weise und sie somit auch bevormunden. Ja, und ihnen dann die Möglichkeit geben, also auch eine eigene Entscheidung zu treffen, die vielleicht aus ihnen herauskommt, ja. Und nicht so. Und wir tun, das ist immer noch dieses, wir haben das schon immer gehabt, diese prophetische Art. Wir mögen das, Propheten zu sein. Wir möchten gerne sagen, wie es ist. Viele Menschen haben das und man sieht es ja in den Netzwerken, dass man um sich herum Jünger schart, die sagen, ja super, du hast recht oder ich nehme deine Meinung an. Das ist, nicht immer ist es wirklich ein Diskussionsmedium. Meistens ist es eigentlich ein Medium der Prophezeiungen. Ich prophezeie, was ich sage, was ich sage, meine Meinung und ich übe Macht aus. Also die sozialen Netzwerke sind enorm machtorientiert und einflussorientiert. Da geht es um Reichweite, was ja auch wieder ein kommerzieller Faktor wird. Das heißt, man wird eigentlich zum Problem eines Problems, das man bekämpfen möchte. Mhm. Weil man verdient schon damit Geld. Mhm. Egal in welchem Sektor. Ja? Und das sind alles Sachen, diese Macht, die einerseits durch ein Geschlecht, durch Geschlechtlichkeit durchgerechnet wird und einerseits eben auch durch eine Sichtbarkeit,
ist etwas, was auch diese anthropomorphen Roboter oder überhaupt auch künstlichen Intelligenzen lernen. Und zum Beispiel Facebook und Co., diese Algorithmen schränken ja die Sichtbarkeit massiv ein, wenn du nicht ständig dich äußerst. Das ist eigentlich eine Zensur und dürfte nicht erlaubt werden, aber es ist durchökonomisiert. Die zwingen dich, ansonsten ist es schon sinnlos, irgendwas zu posten, weil du weißt, wenn ich drei Wochen nichts gepostet habe, sieht das ein Fünftel oder überhaupt, wenn wir überhaupt 10% oder 5% von den Menschen, die eigentlich mir folgen oder die was sich anschauen wollen. Insofern, du wirst gezwungen, dich zu äußern, du wirst gefiltert, du wirst eingeordnet, und das sind alles Sachen, die, mit denen wir uns jetzt nicht nur im Sinne des Datenschutzes, sondern wirklich in dem, wer wir sein wollen, und wenn wir wirklich frei sein wollen in der Zukunft, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, um da einzugreifen, auch mit Regeln und mit Grundverständnissen, weil wir sonst von Algorithmen komplett beherrscht werden. Also wir sind ja jetzt schon, die meisten Leute machen ja nur noch so, die haben ja gar keine tiefe Einblick mehr in wer bist du, man trifft sich nicht und hat mal an der Bahn ein Gespräch mit jemandem, entweder verliebt man sich oder man hat mal einen One-Night-Stand oder sonst was, oder man sagt, oh Gott, was für ein blöder Typ oder so eine blöde Frau oder sonst was, sondern das ist tatsächlich so, dass man über Faces ganz und mit so ein paar lächerlichen Angaben sich durchtindert, ja, und die Beziehungen sind oberflächlich, und diese Oberflächlichkeit, die auch durch Algorithmen schon erzeugt wird, wird von Algorithmen weitergetrieben, weil sie lernen das und sie imitieren das, und deshalb Imitation, klar, auch im Sinne, ich grenze mich ab von Stereotypen, ich imitiere sie oder ich imitiere ein anderes Stereotyp, weil ich will nicht so sein. Das ist ein Kampf, den jedes Individuum kämpfen muss. Klar, die Frage ist, wann weiß ich, wer ich bin oder ob ich es bin? Das ist eine super Frage. Aber ich finde, dass du zum Teil, zumindest habe ich das da drin gelesen, beantwortest, was Menschen von Hubots unterscheidet. Ich will nicht zu viel aus deinem Buch spoilern, aber ich hatte das Gefühl, dass deine Antwort zum Teil ist, dass wir eine Geschichte und eine Vergangenheit haben. Das haben Hubots nicht. Roberta vermisst das. Genau. Sie ist sehr traurig, wenn sie das begreift und damit konfrontiert wird. Menschen haben eine Geschichte. Ja. Und das ist etwas Tröstliches, weil ich sonst finde, dass Hubots durchaus die besseren Menschen sein könnten, sobald sie unseren Sexismus und Rassismus überwunden haben. They can take over. Aber ich glaube, dass das deswegen auch so tröstlich ist, weil ich Autorin bin. Und ich bin damit beschäftigt, Geschichten aufzuschreiben und mit den interessanten Prozessen beschäftigt, die Roberta als das Eigentliche in der Kunst beschreibt, nämlich das Denken darüber und das Arbeiten daran und die Vergangenheit aufarbeiten und umpflügen und verstehen, es gibt nicht diese eine richtige Geschichte. Genau. Und ich würde gerne zum Schluss dich wieder zitieren und dich dazu fragen, weil ich das so wunderschön finde, was du gesagt hast über Literatur, weil Lesen und Literatur. Du meintest nämlich, es ist das Menschlichste, was man sich vorstellen kann und unbedingt geeignet zu suchen nach was auch immer wir sind. Und ich habe mich gefragt, ob Literatur dann also eine Suchmaschine ist, in die wir quasi unsere Fragen an die Welt einspeisen. Und was macht Literatur besser als Google? Also Literatur hat den Vorteil, dass sie ein Prozess ist, nämlich mit einem selbst. Das ist ein intimer Prozess zwischen dem Leser und dem Text. Das ist ja auch ein Programm. Literatur ist ein Programm. Google ist zwar auch ein Programm, aber Literatur gibt eben die Möglichkeit, dass du Erfahrungen machst, Gefühle hast und zeigt dir nur mehr, dass du auch dein ganzes Wesen immer eigentlich ein Ergebnis ist einer Dramaturgie, nämlich das, was du im Leben denkst, was du erfährst, mit wem du bist, wen du triffst, wie du denkst. Man verändert ja auch seine Gedanken. Wir sind ja, das ganze Leben sind wir ja in Bewegung. Ja? Deshalb ist ja auch diese Idee, dass man sagt, ich bin, ganz schwierig. Weil man wird ja immer. Man ist ja ständig, man verändert sich. Und so Literatur ist genau das. Es ist ein Prozess, der sich dann in einem selbst abbildet. Bestenfalls macht man dann auch sagen wir, diese Erfahrung auf der Ebene des Gefühls, dass man eben mitfühlt mit jemandem oder dass man sich selbst da hineinfühlt, dass man das wird oder dass man versteht, was man nicht will. Also das ist, Literatur ist immer ein Prozess des Wachsens, aber es ist eben das Schöne, weil es eben prozesshaft ist und nicht eine Information, so wie Google halt. Also der Unterschied ist hier, dass man durch Literatur halt wirklich weiser werden kann und mehr wissen kann, weil man plötzlich eine Erfahrung hat, wenn es ein gutes Buch ist, das einen anspricht. Das ist natürlich dann auch wieder welcher Hintergrund, ja, ob das Programm funktioniert.
Auf der anderen Seite ist es eben, also natürlich kann es auch einen abstoßen, aber dann hat es einen trotzdem berührt. Literatur ist eigentlich auch sehr gefährlich, weil das eben mit einem auch schreckliche Sachen machen kann. Es kann einen vielleicht einfach auch vom Weg abbringen mal, ne? Also was auch ganz gut ist, aber was natürlich auch gefährlich sein kann. Es kann einen abschrecken, aber es kann einen, wie gesagt, auch immer natürlich auch bestätigen, das ist klar. Es kann auch sein, dass es einen sicherer macht. Ja, eine Geschichte, eine Erfahrung mit Figuren. Aber ich finde, Literatur ist immer dann sehr spannend, wenn sie mich hinter die Realität führt. Mhm. Ja, also selbst wenn sie aus der Realität erzählt, aber wenn sie mir immer eine Möglichkeit gibt, dass ich durch eine andere Tür gehe, durch die ich normalerweise nicht gehen kann. Und dann ist für mich Literatur ganz groß, weil da kommst du nicht hin mit keiner Kamera, mit keinem Zug, mit keinem Auto, nirgendwo hin. Das ist für mich eine Reise, die Reisen ist sowieso so wichtig, die einzigartig ist. Und das ist das, was, glaube ich, Literatur von Programmen wie Google oder Suchmaschinen unterscheidet. Du kannst zwar suchen nach etwas, aber du bist der Dramaturgie auch irgendwo ausgeliefert. Und du machst eine Erfahrung. Und das ist wichtiger als eigentlich alles andere. Wichtiger als Antworten finden. Ja, weil du kannst Antworten finden, klar, du findest Antworten, aber eigentlich es sind die Berührungen, die viel wichtiger sind, die du hast. Die Antworten findest du meistens in dir selbst, wenn du etwas getan hast. Entweder weißt du, was du tun sollst, oder weißt du, wer du bist, oder wer du vielleicht sein bist, oder wie du weitergehst einfach. Weil das ist das, was vielleicht viele verstehen sollen, dass sie sich im Werden begreifen, dass sie nicht immer sein wollen, sondern dass sie werden und dass sie immer weiter werden. Und das ist viel schöner, weil es einen auch verändern kann und weil es immer eine Chance ist, Dinge auch anders zu sehen. Ja? Weil man kann, das ist auch manchmal ganz schwierig, aus Erfahrungen heraus, die muss man ja alle mitliefern, wenn man jemandem sagt, was man über etwas denkt. Da muss man ja viel ausholen, damit der andere versteht, woher hast du das jetzt? Mhm. Weil es vielleicht, wie du vorhin mit dem Buch gesagt hast, das ist überhaupt nicht dein Standpunkt. Du würdest das gar nicht so sehen. Und ich fand auch, das ist richtig, aber wir wissen noch gar nicht, also es sei denn, man liest das ganze Buch, woher kommt das? Warum sagt sie das zum Beispiel so über Männer, über Familie, über Frauen? Und dass man das nicht sofort ablehnt, sondern dass man erstmal erfährt, was steckt hinter dieser ganzen Sache? Welche Dramaturgie steckt dahinter? Und das ist etwas, was man durch die Literatur lernt. Vielleicht wäre es wichtig, dass die Leute wieder ein bisschen mehr lesen und weniger so machen, weil es einfach einen begreifen lässt, wie veränderlich man ist und wie formbar und wie schön das eigentlich ist. Das war das perfekte Schlusswort. Ich kann es nicht besser machen, außer dass ich mich sehr auf deinen nächsten Roman freue, an dem du gerade arbeitest, und auf alle deine kommenden Projekte. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke.